Johnny. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf Noobs for the Win. Mein Name ist Lukas und für euch werde ich die mongomäßigsten, behindertsten, beschissensten GBA-Spiele der Welt testen. GBA-Spiele bedeutet übersetzt Game Boy Advance-Spiele. Ja, wirklich, für den guten alten Game Boy Advance. Wem das zu Zeiten des Nintendo DS kein Begriff mehr ist, hier ein kleines Bild dazu. Euch erwarten die schlechtesten Toaster-Games aller Zeiten. Denn wie der Titel verrät, wird dieses Format Toaster-Review heißen. Tja, jetzt kommen die Klugen unter euch und werden fragen, aber Mr. Noobs for the Win, warum steht denn da Toaster-Review im Titel, wenn es um Gameboy-Spiele geht? Das verstehe ich nicht. Tja, dann werde ich antworten, dass diese Frage berechtigt ist. Und hier ist die absolut überzeugende und uneingreifbare logische Erklärung. Dazu werfen wir doch nun erst einmal einen Blick auf den hausgebräuchlichen Toaster. So einer wie der zum Beispiel. Das ist mein eigener. Oder der. Oder der. Oder der. Ja, what the fuck, das ist ein Toaster. Ohne Witz jetzt. Kommen wir aber nun zurück zu den Computerspielen oder im Allgemeinen Videospielen. Halt, stopp! Erst einmal zurück zum PC. Ja? Als Toaster bezeichnet man auch einen PC, welcher so scheiße ist, dass wenn man einen Bildschirm an den Toaster klemmt, man eine bessere Leistung im Hinblick auf Folgendes erzielt. Erstens, Leistung im Allgemeinen, bzw. RAM. Zweitens, die Grafik. Drittens, der Prozessor, denn ein Toaster hat Glühstäbe. Viertens, die Kühlung. Ein Toaster braucht keine Kühlung, denn schließlich muss er ja etwas toasten. Und fünftens, Essen. Welcher PC kann schon Toast scheißen, hä? Ein Toast kann das. Okay, okay, die letzten Punkte sind etwas sinnlos. Aber ich bezeichne deshalb, ich, Mr. Noobs for the Win persönlich, einen richtigen Scheiß-Schrott-PC als Toaster. Welcher zu nichts in der Lage ist, außer zu heiß zu werden und abzustürzen, ja? Und ich bin schließlich nicht der Einzige mit dieser Meinung, denn man werfe einen Blick auf Instalog, ja? Hier das Beispiel. I play on a toaster, my ping is so bad. Aus diesen Zeilen lernen wir, wenn man einen Toaster hat, ist man am Arsch. In den zukünftigen Reviews werde ich Game Boy Advance Spiele testen. Ja, gute alte Game Boy Advance Spiele. Dabei werde ich auf die schlechteren Spiele eingehen, weil ich mir jedes Mal einen ablache, wenn ich sie spiele, oder mich einfach zu Tode ärgere. Nun gut, die Bewertung wird mit Toastern vonstatten gehen, ja? Desto beschissener und inkompetenter ein Spiel ist, desto mehr Toaster bekommt es. Dabei wird bewertet von auf einer Skala von 0 bis 10. Hat ein Spiel also viele Toaster, ist es scheiße. Hat es wenige, ist es nicht ganz so schlecht. Nun gut, das soll's dann erstmal gewesen sein. Mehr Bewertungsschemen gibt es dann nächste Mal. Und nächste Woche gibt's dann die erste Toaster-Review, also schön fleißig einschalten. Und ich wette, ihr findet das Spiel genauso scheiße wie ich. Bis dahin, Leute da draußen, haltet den Noobs for the Win-Faktor bitte ganz, ganz hoch. Und immer schön denken, wie macht der Zug? Noob, noob!